Hallo, herzlich willkommen zu dem Teelichthalter heute, den wir zusammen fertigen. Der ist handgefertigt, da gibt es ein separates Video, wie ich das gemacht habe. Das werde ich dir hier oben in der Infobox noch verlinken. Und ich habe jetzt mit, das ist ganz schön geworden, der Background, mit einer Folie, mir hier so Linien eingezogen. Diese Folien habe ich bei Amazon gekauft. Das ist so ein ganzes Set. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal in Videos erwähnt. Das dazu. Und habe die entsprechend verlängert, die Linien mit einem Lineal. Und jetzt zeige ich dir etwas Besonderes, wie ich herausgefunden habe, wie man so Kreise noch da reinzeichnen kann mit dem Zirkel. Dazu brauchst du ein ausgebranntes, habe ich jetzt hier, Teelicht. Also da ist jetzt schon noch Wachs drin, aber mir geht es um die Form und um den Durchmesser, weil das perfekt da reinpasst. Das ist ein Teelicht, was ein bisschen höher ist und nicht so flach. Also man kann in den Teelichtbehälter beides reinmachen. Aber für das, was ich jetzt vorhabe oder was wir vorhaben, eignet sich der höhere. Und den mache ich umgedreht in diese Öffnung rein und stelle das in die Mitte. Und da ist es auch, weil das ist ja die Größe, die da reinpasst. Und dann nehme ich meinen Zirkel, den Städtler-Zirkel, und mache da diesen, das sind übrigens Kalkstifte von Generals, die ich nutze. Die kannst du bei Amazon kaufen, genauso wie der Städtler-Zirkel. Musst du mal schauen, die gibt es nach wie vor immer noch. Da ist auch hier eine auswechselbare Spitze dran, da sind so Bleistiftminen drin oder ich glaube hier an der Seite. Aber ich nutze den fast nur noch mit Kalkstiften oder dann halt mit dunkleren Stiften. Ich mache jetzt aber, glaube ich, mal die Kamera ein bisschen noch höher. Das unter dem Teelicht ist einfach nur ein schwarzes Papier. Das ist, wie nennt sich das noch, Pastellpapier für zum Malen, damit der Teelichtbehälter beim Drehen einfach besser rund läuft und das nicht so schwerfällig ist. Ja, dann gehe ich hier in der Mitte. Natürlich habe ich mir so ein Löchlein gemacht in der Mitte. Das habe ich mir so ein bisschen ausgemessen mit dem Lineal. Mit dem Lineal. Und das nutze ich dann und ziehe dann aber Kreise, die ich jetzt nicht Zentimeter genau einzeichne. Ich mache das immer so ein bisschen, sagen wir, intuitiv. Und was ich nicht mache, ist den Zirkel drehen, sondern ich drehe den Stein, also den Teelichthalter. Lass den Zirkel stehen, damit das möglichst genau wird mit dem Kreis. Ich hoffe, das tut es jetzt auch. Ist jetzt so Vorführeffekt, weil der ist nämlich am Wackeln, der Teelichthalter, weil das Papier nicht eben ist. Aber es ist gut. Ich mache das mal raus und schau mal, ob ich doch was anderes nehmen kann oder das Papier hier mal drehe. Das ist so ein bisschen gewölbt, wahrscheinlich. Was auch immer, aber ich nehme ein weißes Papier, ein bisschen zurückfahren. Okay, ist ein bisschen größer, nehme ich das schwarze mal aus der Schusslinie. Machen wir das so, ja, das geht besser. Dann gehe ich noch mal in das gleiche Löchlein hier rein und mache dann noch mal einen Kreis. Könnte ich auch größer machen, wie du das willst. Musst du mal ausprobieren einfach. Weil bei einem Stein ist das einfach, aber bei einem Teelicht ist das so eine Sache, ne, mit den Kreisen. Ich finde das, ich habe da lange Zeit rumgedoktert und das finde ich jetzt eigentlich total easy. So.
Ich mache noch eine Linie. Jetzt ist das, wenn man das jetzt, wenn du das jetzt machst, musst du ein bisschen Acht geben, weil jetzt flacht der Teelichthalter hier an der Seite so ein bisschen ab. Und dann vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen langsamer drehen, aber locker, ne? Nicht so. Ich drücke auch jetzt gar nicht fest auf, ich lasse den einfach rundlaufen. Und mache jetzt noch eins hier unten, noch eine Linie. Okay. Ich denke mal, dass das auch reicht für das Design. Jetzt hat es gewackelt. Mal gucken. Kommt trotzdem sehr gut raus. Sehr gut. Okay. Ich gucke mir das noch mal an. Sieht nicht schlecht aus, wobei ich lasse das jetzt mal so. Ja, ich lasse das. Also hier am Rand ist sowieso immer, da setze ich meistens so Swoofes ein oder dann glaube ich, brauche ich keine Linie mehr. Glaube ich. Soll ich doch noch eine machen? Gucken. Gucken, ob das geht. Na, ist schon ziemlich weit unten jetzt, aber ist egal. Ist schon okay. Schon soweit. Okay. Hier müsste ich dann gleich noch die Linien mal verlängern, weil es nicht ganz genau ist, aber ist ein sehr guter Hinweis für, ja, wenn man so am Arbeiten ist. Mache ich die Kamera mal noch mal tiefer, kannst du das noch mal sehen. Also das ist jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Okay, dann nehme ich das wieder raus, das Aluminium. Und dann starten wir gleich. Ich zeige dir aber noch die Farben, die ich jetzt gerade ausgesucht habe. Da hatte ich auch ein bisschen überlegt, weil ich möchte es jetzt auch nicht zu bunt machen, weil ich finde diese Farbe schon recht dominant, aber sehr, sehr schön. Das ist übrigens die Farbe, Moment, von Deco Art. Und zwar heißt die Burnt Sienna, eine ganz, ganz schöne Erdfarbe. Und damit habe ich halt den Teelichthalter grundiert. Ich werde dir auch dann am Ende des Videos, schalte ich mich nochmal wieder rein, nach der Fertigung, und zeige dir dann mal, wie ich den Teelichthalter unterhalb gestalte, wie das so in der Regel aussieht, was ich da so mache. Also das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Okay, das ist die Farbe für unten, Burnt Sienna. Und dann nehme ich für das Mandala ein Oyster Beige. Das ist eine matte Farbe, sehr schlicht. Dann nehme ich ein Gold, dieses Glorious Gold. Das ist ein, ja, ist ein bisschen, ja, ist ein schönes Gold, schönes warmes Gold. Dann nehme ich das Blue Mist, das ist ja so ein ganz leichtes Blö. Das ist aber auch so ein bisschen, finde ich, geht das so ein bisschen ins, ja, Grau vielleicht rein. Ich weiß es nicht, Grün, Grau, sowas. Also es ist kein Türkis oder so, deswegen heißt es auch in Spanisch Azul Bruma, also ist ein Mischton. Dann nehme ich Schwarz, ganz normales Schwarz, aber nicht so viel. Und dann werde ich mit dem Effektliner noch Punkte machen. Anstatt von Perlweiß werde ich dieses Pearl nehmen, aber das ist ein Taubton, der sehr gut zum
Oysterbeige und auch zum Gold passt. Also das wird sehr edel, denke ich mal. Und ja, das zu den Farben. Und die Werkzeuge, denke ich mal, halte ich dann in die Kamera und dann kannst du das sehen. Ich arbeite mit den ganz normalen drei Farben, vier Farben habe ich mit diesen Tools. Ach, ist noch eine Farbe, sehe ich gerade. Okay, die nutze ich manchmal, nehme ich auch Holz, hat aber keinen, ist keine, kein Unterschied. Die Größen sind die gleichen, es ist einfach Holz, mache ich manchmal auch intuitiv. Dann arbeite ich mit diesem Tool, das ist hier vorne nur ganz spitz, ganz dünn. Und hier vorne ist das eine ganz Mini-Punktgröße. Das ist von Happy Dotting Company, glaube ich. Das hier. Und dann arbeite ich mit den ganz normalen Tools. Entweder nehme ich die, ein bisschen höher, diese hier. Oder ich nehme dann diese Kunststofftools. Die sind aber identisch mit diesen. Das hat auch wieder keinen Unterschied. Das ist einfach auch, manchmal nehme ich die mit Holz, manchmal nehme ich die, kein Unterschied. Ja? Ist einfach nur die Farben. Ist Kunststoff beides und deswegen lass dich da nicht verunsichern. Die lege ich jetzt mal hier auf den Tisch. Und dann würde ich sagen, starten wir. Ich werde noch ein bisschen Musik gleich einspielen während der Fertigung und dann schauen wir mal, was da so rauskommt. Und wie gesagt, am Ende zeige ich dir dann nochmal ohne Musik, wie ich das hier unten mache, wenn dieser Teelichtbehälter oder dass der Teelichthalter dann komplett bemalt ist. Okay, viel Spaß.